Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Prepare to die. Das letzte Mal haben wir ja versucht, diese zwei Gargoyles zu besiegen. Haben es aber nicht wirklich geschafft. Deshalb versuchen wir es jetzt gleich nochmal. Und schauen, ob wir jetzt diesmal mehr Erfolg haben. Hoffentlich. Und ja, eine neue Rüstung bräuchte ich auch noch. Und ganz viele andere Sachen. Aber ich denke, das wird schon. Aha. Wusste ich's doch. Und jetzt hat's ja was. Oh, was ist denn das? Eine Riesenkrähe. Ich weiß nicht, wie ich da richtig reingekommen bin. Könnte sein. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, es war die. Und jetzt sehen wir, dass es uns gar nichts gebracht. Das war, Sinn und Zweck der Sache. Nee, doch, hat uns das gebracht. Da unten können wir hin. Mal kurz anschauen, können wir irgendwo anders hin? Wenn wir auf den Turm könnten, das wäre cool. Ganz hoch. Und wenn ich das fehlt. Oh, ich wollte gerade sagen. Ich habe gefehlt. Ach komm. Kannst nicht so kleine Dings überbrücken. Nee, kann man nicht. Gut, nochmal. Nochmal. Jetzt wissen, was da drin ist. So. Und ja. Hat es sogar eine Absprungplattform gehabt. Da diese. Sind wir jetzt nicht mehr. Egal. Na. Halb so schlimm. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen, weil dieser Idiot wieder runtergefallen ist. Du. So. Die hier. Sieht aus wie eine kleine Absprungplattform bei Mirror-Stitch oder sowas. So, jetzt wieder hier hin. Jetzt schauen wir, dass wir auf die richtige Seite springen. Das war, glaube ich, klug. Jawohl. Neues Ziel des verlorenen Untoten. Okay. Und hier hinten. Da ist auch noch was. Ah, ich glaube, hier kommen wir zur Krähe, ja? Ja, scheint so. Ja. Hallo, Luder. Kann ich mit dir reden? Hallo? Jetzt kackt sie und voll auf mich. Oh, da unten liegt auch noch was. Ich echt nichts bei der Krähe machen. Ich dachte, ich konnte mal irgendwie was machen. Na egal. Naja, oder ich könnte auch einfach hier hochlaufen. Dann komme ich auch ganz einfach zur Krähe. Aber wir lieben es ja kompliziert, ne? Ziel von Untot, okay. So, wenn ihr mich entschuldigt, ich muss gehen. Ich muss nur mehr gegen zwei Gargoyles kämpfen. So, hier eine Rolle runter. Oder auch nicht. Und hier coolen Actionsprung drüber. Mit einer Rolle. So. Aufgeheilt, aufgefrischt. Ziel im Gepäck. Geht das jetzt wieder zum Gargoyles? Ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen. Ich hoffe es. So, ich glaube, diesmal werde ich auch wieder in die Ecke da gehen. Einfach nicht zu dicht an den Rand, so dass ich es überlebe. Ja. Oh, das Gesicht abschmeißen. Quatsch. Ja, so, ein Roaster. Vor dir links. Ah, hat das gedacht? Ludwig von so, ne. Ah, ist er gestorben, okay.
glaube, diesmal renne ich nicht durch. Ich glaube, spare ich. Obwohl. Wow, nicht so. Okay. Okay. Okay, ich bin tot. Ja, das war nicht der Plan. Ich wollte gar nicht reinspringen. Ich wollte natürlich wieder umdrehen. Naja, wir haben ja Zeit. Aber mit dieser schönen Musik. Ich liebe den Soundtrack von Dark Souls, das ist einfach episch. So. Unsere Wirbelsäule sieht auch nicht mehr ganz gesund aus. Naja. Bald kommt der Dark Souls 2. Bin ich gespannt drauf, hole ich mir auf jeden Fall Let's Play, denke ich auch. Aber ich glaube, ich soll erstmal Dark Souls abschließen. Dark Souls 1. Vorhin gab es ja noch Demon Souls. Boah. Der ist so hart im Parieren. Ja, ach komm. So, wenn ich drauf habe, repariert. Ich frage mich echt, wo ich eine bessere Rüstung herkriege. Ich diese zwei Kack-Gargoyles mal. Aber vorher habe ich wohl andere Probleme mit denen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier runterspringe? Aha. Aha. Nichts. Oder doch? Oh. Kissen. Ein Heimkehrknochen. Und ein Morgenstern und ein Talisman. Mal kurz kratzen. So. Haben wir hier ein gewossener roter Augapfel. Okay, cool. Noch eine Kiste. Oh, ich werde heute verwöhnt. Ein Lydols Talisman. Okay, jetzt habe ich viel gekriegt. Jetzt will ich mal den Morgenstern anschauen. Ist der Morgenstern? Moment, nee, komm, hier. Morgenstern, morgen da. 83 Damage. Okay. Und den will ich mal kurz testen. Sieht cool aus. So, kommt mal her. Der macht ja kein Damage. Der macht ja nichts. Okay, der haut die auf jeden Fall, aber der haut sie dafür immer wieder zurück. Und dann etwas. Bam. Oh Gott, da kommen sie. Ja, vielleicht nicht reinrollen, das wäre glaube ich klug. Nur rennen geht auch. Und Action-Sprung. Ohne Rolle. Und gleich eine Action-Rolle hier rüber. Zack. Oder abrollen, wie gesagt. Dann nehme ich die helle Barre. Braucht auch sehr viel Dings Ausdauer, die ich nicht habe. Die habe ich. Ach. Komm, hier, oder jetzt. Hab ich noch was gesehen, so den Talisman, das ist eine Waffe? Ja. Okay, wahrscheinlich, denke ich mal, Zauberei, so gesehen, wie so ein Zweizauberschild, schätze ich mal. Das ist mein Gedanke. Oder ein Stock. Also als anstelle von einem Stab. Den Talisman, mit dem Zauber kann. Aber das hat sich doch schon mal gelohnt, hier einfach runter zu springen. Und dann gehen wir wieder hoch.
So, und diesmal mal vielleicht, ich versuche nicht gleich wieder zu sterben, dass wir aber ein bisschen vorwärts kommen. Genau. Jetzt habe ich mein Gut wieder zurück, auch wenn es gar keins gab. Diese Kackdinger. Nummer 1. Wow, was? Was? Was ist jetzt los? Ja, Kamera. Finde ich gut von dir. Ey, aber ich wollte mich verarschen. Wieso kriege ich das nicht mehr in diese Dings zu killen? Diese Idioten, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann gehen wir halt wieder hoch. Stimmt, ich möchte mich auch mal runterspringen. Da rechts. Oder mach ich da mal. Falls ich jetzt gleich sterben sollte. Jo, falsch. Runter. Hast du dir verdient? Ah, das lerne ich machen, die auf einmal. Und dieses Mal am Treten, nicht am Schlagen. Aufzuschlagen, wenn ich das nicht will. Und jetzt ist wieder in der, jetzt ist sich wieder in der gleichen Kack-Ecke wie vorhin. Die bleiben hängen. Gefällt mir. Naja, wenn ich so viel Damage schon wie machen könnte, wäre ich auch froh. Gequanzt. So, hier oben lang. Und hier hinten ist echt nichts, ne? Nee. Hätte sein können, dass ein Leuchtfeuerchen wäre. Aber, nee, ist ja eher unrealistisch. Das mit Gegenstand, Schwäche, Dresche, einfach raufhauen wollen. Ich hab's aber gelockt. Ja. Und wieder tot. Ich glaube, ich brauche echt eine bessere Rüstung oder was weiß ich. Ein besseres alles. Sonst wird das nichts. Viel halten sie ja nicht. Sie halten ja nicht viel aus, sondern man kann einfach nicht angreifen. Ich stand immer irgendwo, wo man nichts mehr machen kann. Nur eine Arschkarte. Okay, und das bringt hier auch nicht sonderlich viel. Oh doch, 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 doch. Komm, ich nehme es zurück. Ja. Wenn man das jetzt könnte.
nicht. Doch, bis dann nicht so gehen, ne? Und dann kann ich da aufs Dach springen. Denke ich mal. Das ist so, wie ich es mir vorstellen würde. Auf jeden Fall nicht so. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach unten erkunden. Mal schauen, vielleicht gibt es ja einen anderen Weg, der nicht so nervenzerreißend ist. Entschuldigung, darf ich kurz durch? Danke. Oh, das ist ein großes Schwert. Oh, Kacke. Nehme ich das mal kurz mit. Zwei Händler, okay. Ich glaube, ich habe den ganzen Friedhof geweckt. Das tut mir natürlich leid. Ihr könnt ruhig weiter schlafen. Lasst euch von mir nicht stören. Jetzt hier noch durch. Scheint so. Wieso bist du so schnell? Wo geht's hier lang? Oh, okay. Die Katakomben. Was zum... Nee, ich glaube, da gehe ich mal nicht lang. Habe ich gerade so entschlossen. Ich glaube, ich werde auch mal vorerst die Folge mal beenden. Und ich kann es so sehen, auch wenn diese Folge nicht wirklich allzu viel passiert ist, legt ihr meine Lust momentan. Ich muss jetzt mal schauen, was ich hier weitermachen kann. Vielleicht habt ihr mehr irgendwelche Tipps gegen diese Gargoyles oder was weitergeht sonst noch. Oh, aber vorerst. Ah, hello there. I have your reward. Please accept it. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Okay, da kommt mir nicht allzu zu sympathisch vor. Oh. Ah. Ach so, cool. Das wusste ich noch gar nicht, bei der kann ich die verstärken. Gut zu wissen. Der Typ kommt mir nicht wirklich gut, er kommt nicht wirklich also gut, vor, ich den Freitag, aber hier unten geht es dann noch weiter. Das wusste ich ja gar nicht. Okay, vielleicht ist es überhaupt doch noch nicht zu Ende. Versuch's mit Truhe. Oh, oh, was? Ne, oh, ich will runter. Lass mich kurz heilen. Okay, cool. Hört sich nicht allzu vertrauenserweckend an. Hier gelandet. Okay. Kann ich schon mal one-hitten? Du bist tot? Ne, bist du nicht verletzt. Oh, jetzt habe ich gelesen, wer ich war. Nee, nein. Nehmen alle Tüten. So, danke. Nicht weinen, ist auch gut. Ein Panzerbrecher, hört sich schon mal gut an. Okay. Schauen wir, ist die Folge noch nicht zu Ende. Weil ich frage nicht, was der da drin macht. Du wolltest schon immer eine Vase sein. Das ist Billy, der war es gerade. Runter.
Ein Wanderflug, okay. Das sieht ja mal cool aus. Das ist unterirdisch. Das ist immer geil. Gefällt mir. Oh, was ist das? Ach du Kacke. Was sieht. Gehst du mit Magie kaputt? Nee. Gehst du mit Schwert kaputt? Nee. Gut, ich bin weg. Nee, lass mich. Ich will weg. Tschüss. Tschüss. Und nochmal tschüss. Nee. 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 Die befolgen mich jetzt nicht. Okay, die kann ich wohl nicht töten. Ich denke, dafür brauche ich irgendwas was Göttliches, wie für die Skelette, damit die für mal tot sind. Okay. Ich weiß nicht mal, dass es hier nicht weitergeht, aber es sieht ja schon mal richtig geil aus. Obwohl, hier vielleicht? Draw me like a French. One of your French girls. Stirb, like one of them. Reden? Hmm? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Hmm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Okay. Das nicht, nee, das kann ich nicht. Nicht verbessern. Hm. Ja, aber besser ich das mal. Obwohl, meinte ich mal ein Schwert rühren, das hier. Obwohl, Gegenstand kaufen. Ah, hier, Schwert auf jeden Fall und auf jeden Fall kann ich kaufen. Okay, da brauche ich aber. Oh ne, Moment. Achso, ne, okay. Goodbye gut. Then. Keep your head on her. Jo, darauf werde ich schauen. Netter Kerl. Hier geht's wohl unten nicht lang. Wir gehen nochmal hoch. Oder hier durch. Ins Drachental. Okay. Okay, wird immer besser. Oh. Okay. Oh, wechseln wir mal die Seite. Wow. Ich fühle mich hier nicht allzu sicher. Oh, versuch's mit Flucht. Ja, ich glaube auch. Obwohl, schauen wir mal, wie damit ich den mache. Wupp. Jo, ich. Ich glaube, Flucht wäre nicht schlecht. Tschüss. Und tschüss. Ja, nee. Wir sind hier schon mal noch zu stark. Wir können jetzt wirklich die Seite essen. Mir nach? Nee, okay. Einfach mal ein bisschen auf Erkundungstour. Das kann ja nie schaden. Dann Dark Souls ja so riesig ist. Okay, geht's wohl nicht weiter. Müssen wir auf der anderen Seite.
Wow. Fast runtergefallen. Was ich nicht wirklich wollte. Genau, du verschwindest da schön. Ich lasse mich hier auch nicht rennen. Ich glaube, es ist sicherer, wenn ich es nicht tue. Aber ich tue es trotzdem, aus irgendeinem Grund. Und geduldig ist das. Ist ein Drache? Oder ein toter Drache? Oder ein lebendiger Drache, der sich nur tot stellt oder ein schlafender. Sieht aber cool aus. Hallo, Kleiner. Na, geschlafen. Ja, ich denke. Wow. Ja. Hat schon mal gut geschlafen. Aber ich habe noch ein Schild gekriegt. Das sagt mir ein Schild. Okay, ich probiere es mal kurz aus. Oh, das ist genau, was ich suche. Kann ich schneller abrollen. Perfekt. Okay, aber ich würde sagen, das war's dann jetzt mal mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hat jetzt am Ende doch noch was gegeben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ne? Tschüss.